Das sind die Zeichen dafür, dass du unbedingt deine Spülmaschine reinigen solltest. Sieb rausnehmen kennt jeder, aber den Sprüharm, der ist nicht so bekannt, der sorgt dafür, dass das Wasser richtig verteilt wird und dass das Geschirr sauber wird. Deshalb mein Geheimtipp, die Classic-Tabs von Frosch. Die sind richtig gut, und das weiß nicht nur ich, sondern auch Stiftung Warentest, mit heißem Wasser übergießen, das löst Fettdreckbestände. Dichtungen sind wie der BH der Spülmaschine. Man reinigt ihn einfach viel zu selten. Deshalb ran an den Dreck mit Essigreiniger und Tuch. Nachhaltig für die Spülmaschine und für die Umwelt. Alles auswischen. Oh mein Gott, wie schön es glänzt. Und bei 60 Grad einmal alles ohne irgendwas fahren lassen. Hast du schon mal deine Spülmaschine gereinigt? Wichtig, Tür mal offen stehen lassen, dann riecht es nicht mehr so merkwürdig da drin. Und ich nehme zusätzlich immer noch ausgepresste Zitronen. Das ist mein Spülmaschinenparfüm. Nächstes Mal weißt du,